Und damit herzlich willkommen, liebe Leute, zu Let's Play Princess Peach Showtime. Princess Peach Showtime. Hier das Cover vom Game ist gestern, zum Zeitpunkt der Aufnahme und zum Upload des ersten Tages, bin dann einen Tag später dran. Gestern, am Freitag, den 22. März 2024, für die Nintendo Switch erschienen und war zugleich das letzte Game, was freitags released wird, Fragezeichen. Denn von nun an sollen die Nintendo Games immer donnerstags released werden. Ist ein kleiner Funfact am Rande. Nur um zum Spiel an für sich. Ja, Princess Peach Showtime macht das Ganze. Ein Game, was ein bisschen, finde ich, in den Schatten geraten ist, weil es gleichzeitig zu Super Mario RPG angekündigt worden ist und mir bis relativ zum Schluss nicht ganz klar war, was ist das eigentlich für ein Spiel, wie funktioniert's. Es ist mir zum Teil auch immer noch nicht ganz klar. Ne, das muss man zumal so sagen, wie es ist. Aber wir werden es herausfinden, würde ich sagen. UVP, also der normale Preis dafür, ist 49,99 bei mir im Markt. Also 50 Euro ist ab jetzt im Osterrabatt ein bisschen günstiger geschossen, nämlich nur für 40 Euro, was ich sehr angenehm finde. Das ist ein sehr angenehmer Preis für das Spiel. Wieder eines der Preise, den die Games zu guten alten Zeiten hatten, ne? Ja, das Besondere daran an dem Game ist, das heißt auch in Princess Peach Showtime, es tut sie hier, nämlich die Prinzessin Peach, als Hauptcharakterin führen in diesem Game. Aber ich würde vorschlagen, wir machen uns einfach selbst ein Bild von dem Game und fangen einfach mal an und gehen einfach rein into the game, I would say. Also die Musik finde ich auf jeden Fall schon mal super, muss ich sagen, die fühle ich erst. Also, wir sind endlich Star-Prinzessin Peach. Ich hole uns Eintrittskarten. Es sollte nicht lang dauern. Seh dich doch in der Sessenzeit im Foyer um. Ich melde mich, wenn ich die Karten habe. Bis gleich. Okay, also wir sind nämlich zum Theater eingeladen. Ja, da kann man sich ein bisschen im Foyer umsehen. Hier sind sehr viele kleine Mini-Leute, die Sachen sagen. Okay, also die Kameraperspektive kann man derzeit noch nicht drehen. Das ist halt, ich muss sagen, die sind nervig. Aber es sieht wunderschön aus. So viel muss man dem schon mal sagen. Das Foyer ist sehr, sehr schön. Das macht Lust auf ein schönes Theater-Sinn. Ja, das hat einfach was. So, erst einmal gleich am hochwertigen schönen Theater geht. So, hier geht's nicht lang. Tut mir leid, dieser Bereich ist gesperrt. Hier geht's auch nicht lang. Ich glaube, nirgendwo geht's hier irgendwo lang, habe ich den Eindruck. Die Bilder erinnern mich ein bisschen an Super Mario 64, sagt man nicht auf einmal ein Bild drin. Das wäre schon sehr witzig, wenn das hier auch wäre. Also wir sollen sich einfach nur ein bisschen umschauen, okay. Gibt's mehr noch nicht, was wir machen können. Der will was von mir. Der Funkeli in diesem Theaterstück ist einfach toll. Seine Funkelkraft überstrahlt alles. Die Funkelis sind unsere Stars. Ihr gewiss etwas erweckt die Bühne zum Leben. Ihr gewisses etwas erweckt die Bühne zum Leben. Mhm. Vorsicht, Baustelle. Baustelle. Heute sind wir Publikum, doch der Traum eines jeden Theatrists ist, selbst auf der großen Bühne zu stehen. Okay. Also ein paar von denen sagen tatsächlich ein paar Sachen. Das müssen wir uns einfach mal anhören. Er zum Beispiel auch. Der Einlass für unser neues Festtheaterstück beginnt bald. Noch ein kleines bisschen Geduld. Prinzessin Peach! Ah, warte mal. Prinzessin Peach! Ich habe unsere Karten! Das ist ganz einfach tot zu imitieren. Ich glaube aber für uns alle ist es besser, wenn ich es einfach wieder in normaler, stumme Rede. Dann kommt das nicht so komisch.
Also hier ist deine Karte. Ganz in Folie, oder? Das sind die Vorstellungen bestimmt toll. Da bin ich sehr gespannt. Was uns jetzt für eine schöne Vorstellung erwarten wird. Ein Theaterstück beginnt bald. Wir sollten in unsere Plätze gehen. What's wrong? Das haben die nicht in Deutsch übersetzen wollen. Du müsstest wissen, was los ist. Was ist ein paar Ausgabe für den Charakter, die sind besonders an. Also, das sind seltsame Gestalten mit Masken und sie bringen all unsere Theaterstücke durcheinander. Solange sie da sind, können wir das Stück nicht aufhören. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Du wolltest dir also nur einige Theaterstücke ansehen. Und bist dir ganz sicher und bist dann in diese ganze Sache hineingeraten. Das tut mir leid. Ich muss alles in Ordnung bringen. Aber allein glaubst du es mir nicht. Ich wäre wirklich, wirklich froh, wenn du mir vielleicht so helfen konntest. Was meinst du? Bist du dabei? Wirklich? Du möchtest helfen? Oh, vielen Dank. Vielen, vielen lieben Dank. Ich heiße Stella und ich bin eine Funkelfee, die über dieses Theater hier wacht. Und du bist Pete. Was für ein toller Name. Mit Hilfe der Funkelkraft holen wir uns das Theaterstück zurück, damit die Vorstellung endlich weitergehen kann. Die Maskierten halten sich im Feststück auf. Das ist also unser erstes Ziel. Mhm. Das Dornenschloss ist es also. Sehr, sehr, sehr interessant. Was uns hier wohl erwarten wird. Aber das, liebe Leute, ist etwas, was Sie im nächsten Part von Princess Peach's Adventure sehen werden. Bis dann, bedanke mich fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao!